Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Blicken Sie mit mir gemeinsam auf die Wetterlage an diesem Donnerstag. Flachrohr hier hinter mir zu sehen von unseren Wettercamps, die natürlich auch heute für Sie voll im Einsatz sind. Ganz schön verschneite Bilder, Dorfgastein ebenso mit dabei. Hier vielleicht nutzen Sie ja die kommenden Tage, um nach Kitzbühel zu fahren oder überhaupt irgendwo auf die Piste zu fahren. Skifahren und Snowboarden ist jetzt natürlich herrlich. Wir blicken vorab auf die Großwetterlage in Europa und mit östlichen Winden bestimmt kalte Luft die Temperaturen in Mitteleuropa und sorgt teilweise für Dauerfrost. Die kalte Luft dringt bis ins westliche Mitteleuropa vor und dort kreist von Sardinien und Nordalgerien bis zur Westtürkei und dem westlichen Schwarzmeerraum ein kräftiges Tief mit teils heftigen Regenfällen. Hier in Österreich heute weiterhin kalt, oft bewölkt und ein bisschen Schneefall. Längere sonnige Phasen im Südwesten und teils kalter Nordwind und -6 bis immerhin +1 Grad. Kalt hier zum Beispiel auch in Salzburg -4 Grad und Schnee mit dabei bringend -1 Grad. Die nächsten 24 Stunden im Westen bleiben sehr wechselhaft, aber immerhin 1 Grad hier die Tageshöchstwerte, die wir bis um die Nachmittagszeit erreichen. Die Sonne ist zwar konstant vorhanden, aber der Schnee, der setzt auch ein in den Abendstunden. Und -4 Grad sind hier die Minuswerte. Im Osten ein ähnliches Bild, -Grade bis hin zu den nächsten Tagen. Bis hin zu den nächsten 24 Stunden natürlich und die nächsten 7 Tage im Westen, die blicken wir uns jetzt mal detaillierter an. -4 Grad morgen und Schneefall. Samstag kommt die Sonne dann etwas durch, Sonntag dann ebenfalls wieder Schneefall und in der Nacht, da kühlt es immer richtig ab, haben Sie gesehen, bis zu -7 Grad sind hier möglich. Und im Osten auch hier ein ähnliches Bild, bis zum Samstag noch 2 Grad und die Sonne kommt etwas durch, aber der Schneefall, der setzt auch wieder ein, bis zu Minusgraden in der nächsten Woche. Soviel von den aktuellen Wettersichten, wir kommen zur Top-Story.